So, hallo Leute, kleiner Vorspann zum Videochen, was ich euch gleich kurz zeige. Geht schnell, geht ruckzuck, könnt ihr ganz schnell sehen. Es geht darum, wir können wirklich euch Teile nach Zeichnung anfertigen oder nach Anforderungen, je nachdem. So ein Fall ist eingetreten, und zwar ist mein Kumpel Heintje zu mir gekommen, der mich auch zum Beispiel jetzt dieses Jahr wieder auf der Knife in Solingen unterstützt. Heintje ist, habe ich kennengelernt hier über Schleifjunkies irgendwann mal, und wir sind mittlerweile gute Freunde. Ich bin öfters mal bei ihm in Offenburg und so, beziehungsweise in Kehl in Marlen, ja. Und der arbeitet mit jemand zusammen, die machen solche Messer, solche Rundmesser, das aber eigentlich keine Rundmesser sind, ja, weil wenn ich hergehe und nehme die zwei Hälften und lege die aneinander, dann habe ich alles, nur kein Rundmesser mehr, ja, das ist jetzt praktisch ein Ei, ja, so sieht das dann aus, ja, das ist also nicht mehr rund, sondern oval. Und das kann ich natürlich mit der RBS nicht schleifen. Ja. Also, was war die Aufgabe? Kannst du mir eine Vorrichtung bauen, wo ich diese zwei Messerhälften einspannen kann und dann auf der Tormek mit der RBS 140 laufen lassen kann? Ja, können wir. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt gleich in einem kleinen Video. Worauf ich da halt wirklich aufmerksam machen möchte, wir können euch wirklich jedes Teil, das ihr braucht, wenn wir da eine Zeichnung kriegen, dann hirnen wir darüber nach, wie wir das umsetzen könnten. Und da da ein Maschinenbau dahinter steckt, ist da also auch einige Möglichkeit gegeben. Hier seht ihr auch schon rumliegen eine Menge Messer. Und zwar habe ich geplant, dass ich vielleicht jetzt über Ostern ein Video mache, nochmal mit meiner beidseitigen Schleifvorrichtung. Ich möchte gern mal was simulieren, so praktisch so einen Tag auf dem Wochenmarkt. So nach dem Motto, es gibt ja einige von euch, die gehen auf den Wochenmarkt und bieten dort Messerschleifen an. Oder aber auch haben eine Schleiferei zu Hause bei sich im Keller, kleines Nebengewerbe angemeldet. Und jetzt kommt einer und bringt hier so ein Messer. Dann bringt er so ein Messer, das passt ja noch einigermaßen zusammen, aber dann bringt er so ein Prügel, ja, oder er bringt hier ein Dönermesser, ja, was natürlich extrem flexibel ist, oder er bringt euch so ein Küchenbeil, ja. So, die kommen jetzt alle nacheinander. Auf dem Wochenmarkt kommen die alle von einem oder von zwei, drei Leuten. So, wenn ich jetzt jedes Messer einzeln einspannen müsste, da habe ich viel zu tun. Leute, da wäre ich nicht fertig. Also haben wir ja diese seitliche Schleifvorrichtung entwickelt. Und ich will euch dann mal zeigen, wie das aussieht, wenn ich all diese Messer, die auch unterschiedliche Winkel haben werden. Also so ein Ausbeinmesser mache ich normal auf 20 Grad, weil das kommt auch mit Knochen immer wieder auf in Berührung, oder so ein was heißt das? Skimmer heißt das, glaube ich, ne? Der hat, glaube ich, 15 Grad. Hier mein Santoku hier aus unserem Messerschleifset, das mache ich auch auf 15 Grad. Oder hier so ein Küchenbeil mache ich auf 25 Grad, weil damit hacke ich ja dann auch mal oder so. Ja, und so habe ich dann unterschiedliche Winkel. Ich glaube, ich habe 6-7 Messer mit 15 Grad, habe 4-5 Messer mit 20 Grad und 2 Messer oder so. Hier den Gemüsehubel, nee, den mache ich wahrscheinlich auch mit 20 Grad. Dann habe ich hier noch mein Eden Kanzo, das habe ich, glaube ich, auf 13 Grad geschliffen. Da habe ich auch einen Winkel dafür. Den habe ich extra anfertigen lassen für einen Kollegen in Dänemark. Da zeige ich mal, wie das dann vor sich geht. Aber jetzt, ganz wichtig, jetzt kommt ein kleines Video, dauert gerade 1-2 Minuten im Anschluss. Das habe ich mit meinem Partner, dem Steffen, gemacht. Und er zeigt, wie wir die Vorgabe, die der Heintje an uns hatte, sprich zwei ungleiche Hälften, die eigentlich oval sind, ja, hinzukriegen, dass man die mit dem RBS 100 schleifen kann. Und das Video kommt jetzt.
Und für alle, die ich nicht mehr höre, weil ich höre eigentlich niemand mehr, weil ab morgen ist Feiertag, ich wünsche euch allen schöne Ostern und wir sehen uns nach Ostern wieder. Nächste Woche werden wir drüben in der Firma ein Video machen, in dem wir die Preise für unsere Tombola vorstellen. Das wird lustig. Und die Ziehung wird wahrscheinlich so in 14 Tagen oder so sein, denke ich mal. Ich muss mich ein bisschen darauf vorbereiten, weil das mit der Live-Schalte soll auch funktionieren, weil ich will, dass da wieder überhaupt keine Bedenken aufkommen. Da werde ich das wahrscheinlich sonntagabends oder so live machen. Aber jetzt genug gequatscht, jetzt kommt das Video. Ganz kurz mit dem Steffen, unserem Technikguru. Und ja, ihr seht, was dabei rauskommt. Bis dann, lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao. So, ich filme jetzt einfach mal, du kannst loslegen. So Leute, damit ihr seht, dass wir auch mal Sonderanfertigungen machen können. Der Heinde hat was gebraucht und zwar hat er solche Halbmesser. Wenn ich die aber zusammenlege, dass ich sie aneinander führe, dann ist das nicht rund, sondern dann ist das ein Ei. Er will es aber gerne auf der Rundschleifvorrichtung machen, also hat der Steffen gehirnt und mit seinem Ingenieurshirn losgelegt. Steffen baut das Ding mal zusammen, dass wir mal sehen. Also der Grundträger, da kommen die Halbmesser drauf. Hier oben die Deckscheibe. Die Schraube. Die Standardausführung. Und es dreht sich rund. Ich sage ja, German Engineering. Alles klar, der Heinde wird sich freuen, wenn er das Ding kriegt, weil der hat viele Messer damit zu schleifen. Wir können, Steffen, wir können im Prinzip alles machen nach Zeichnung, oder? Wir können vieles anbieten. Also jeden Kundenwunsch machen wir uns Gedanken und liefern vielleicht Lösungen. Also machen wir es, wenn Interesse besteht, jederzeit melden. Deine Frau beschwert sich bei mir immer, dass du die Arbeit mit heimbringst am Wochenende. Okay, alles klar. Ciao.